So, die EuroShop 2020 ist fast vorbei. Grund, ein Fazit zu ziehen mit Bernd Renzhofer, dem Chief Sales Officer von Wanzl. Wie ist denn die Messe bisher gelaufen? Die Messe lief besser wie erwartet bisher, trotz Coronavirus. Wir hatten genügend Besucher, gute Gespräche und wir sind rundum zufrieden, wie es bisher lief. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen des Einzelhandels, des Handels? Die Herausforderungen sind, das Einkaufsverhalten der Kunden entwickelt sich permanent weiter. Und über jahrzehntelange Stagnation, ich gehe einkaufen in den Supermarkt, kommen jetzt eben mit hoher Geschwindigkeit die Herausforderung, ich möchte 24 Stunden lang einkaufen, ich möchte alles zur Verfügung haben, jederzeit, ich möchte unkompliziert einkaufen, nicht an der Kasse stehen, ich möchte Frische haben. Das sind die Herausforderungen, auf die sich der Handel einstellen muss. Und manche Shopper möchten ja auch gerne schön einkaufen und deswegen schauen wir uns jetzt mal eine Antwort von Wanzl auf die Herausforderung an. Gerne. Ja, einige Kunden möchten ja ganz lange und genüsslich shoppen. Das ist dann die Antwort hier. Das Konzept zeigt es hier, das ist ein Ambiente, in dem man sich gerne aufhält. Und das Einkaufen wird nicht zum Muss, sondern ich darf zum Einkaufen gehen. Hier könnte jetzt zum Beispiel jetzt ein Wine-Tasting stattfinden, aber Sie haben nichts vorbereitet. Ja, da waren wir hier zu spontan und zu schwäbisch, ja. Aber genau das ist das Thema hier, Samstagvormittag, Weinprobe im Supermarkt, im Genussmarkt, in den man gerne geht und nicht reingehen muss. Wein, Oliven, Frische, einfach fühlen, testen, was Neues entdecken. Und Regionalität. Und jetzt schauen wir uns noch eine besondere digitale Lösung an. Und hier im Urban Store, da war ja Presse ohne Ende, ARD, ZDF, RTL, wie sie alle heißen. Wie ist es denn eigentlich von den Kunden angenommen worden? Was gab es für ein Feedback auf diese digitalen Themen? Ja, die Presse hat es gut angenommen. Wichtiger für uns ist es, dass es die Kunden annehmen. Und ich behaupte mal, das war der Highlight unseres Standes, vielleicht auch der Messe. Und dementsprechend muss ich sagen, wir sind zu 100% zufrieden. Wenn wir uns 2023 hoffentlich hier wiedersehen, was glauben Sie denn, welche Dinge die Kunden am meisten übernommen haben und dann tatsächlich platziert haben in ihren Märkten? Das sind die Themen unkompliziertes Bezahlen via Smartphone, Self-Scanning, dieses Vermeiden zu stehen in der Kassenschlange ist ein Thema. Und die Krönung natürlich ist hier, nicht mehr selber zu scannen, sondern die Ware aus dem Regal zu nehmen, in den Korb reinzulegen und rauszugehen. Wunderbar. Vielen Dank, Bernd Renzhofer. Wir freuen uns auf die Zukunft. Und ja, das war das Fazit der EuroShop 2020 hier bei Wanzl.